So, Musik ist zu Ende, dann kann ich auch reden. Und ich konnte die Musik ganz gut zur Überbrückung nehmen, dass ich das einmal bei mir auf der Seite poste, auf Lederzentrum Preisseite, dass es da vielleicht noch zwei, drei Leute mehr mitkriegen. Und dann, ja, ist das immer ganz schön. Fünf Leute schon da, wunderbar. Ich bin auch wieder auf Aufnahme gegangen, damit wir die Sitzung aufnehmen können. Heute funktioniert das ja wieder. Also ich habe diese Woche bis jetzt leider nur den Montag aufnehmen können. Am Dienstag hatten wir ja hier einen Internetabbruch. Ich hoffe, dass ich den nicht wieder habe, weil ich bin wieder in Bad Segeberg. Aber ich habe nochmal so ein, ja, so ein, wie sagt man das? So ein Speedtest gemacht. Der war sensationell eigentlich. Müsste das also wirklich gut klappen heute hier. Und ja, dann würde ich sagen, wie ihr schon seht, in dem Close-up habe ich, das ist eine Türverkleidung. Ich zeige das Teil mal hier im Ganzen, dass man das, ich muss mal einmal hier umschalten. Ganz Anfang bis online. Ja, Peter, ich wollte aber ein bisschen Musik machen, wir haben gerade noch telefoniert. Also, das ist hier so ein Teil. Das ist auch hier abgeschnitten. Ich weiß nicht so ganz genau, ehrlich gesagt, wo das ist im Auto. Aber das sieht irgendwie nach einer Türverkleidung aus für mich im unteren Bereich. Aber weiß man nicht, ne? Wie auch immer, auf jeden Fall ein Autoteil, Türverkleidung würde ich sagen. Drechselmeier hat das mal gebaut. Und das ist ein Zulieferer. Und G11 hinten, G12 und G11, G12 vorne, hinten, das ist BMW. G11, weiß ich nicht genau, welches Modell das ist, das ist glaube ich irgendein X. Die Farbe heißt Karamell für den G11. Naja, wie auch immer, habe ich mir von Burin seinen Schätzen weggenommen. Und da sind ein paar Druckstellen drin. Und ich wollte mal zeigen heute, da einige mich gefragt haben, wie kriegt man Druckstellen aus solchen Türverkleidungen raus, wollen wir das heute mal machen. Ja, ich suche mir da nochmal eine schöne Druckstelle, hier sind mehrere drauf. Das war nämlich so ganz gut gelagert. Ich gehe mal ein bisschen dichter daran. Also mir geht es nicht um diesen weißen Punkt hier. Kann ich gleich noch versuchen zu reinigen. Den versuche ich mal zu reinigen. Ich bin mal kurz aus dem Bild raus. Wir fangen mal mit Lederreinigungsbenzin an. Und dann werden wir mal schauen, was wir da machen können. Ja, also ihr seht schon, ich muss heute wieder alleine hier ran. Morgen bin ich aber wieder im Lederzentrum. Und ja, morgen werde ich einmal durch unser Prüflabor gehen. Ich habe unsere Laborleiterin gebeten, alle Geräte einmal vorzubereiten. Und morgen will ich mal ein bisschen über Normen, Automobilnormen reden. Was muss so ein Automobilleder eigentlich alles so abkönnen? Und zeige dann nochmal die Geräte dazu. Weil ich denke, wenn ich über ein Westlake oder über ein Martindale rede oder wie auch immer, wenn man das Gerät noch nie gesehen hat, dann hat man da auch irgendwie nicht so eine richtige Vorstellung von. Wir haben all diese Testgeräte natürlich da, weil wir ja auch Tests machen für unsere Kunden, aber eben auch unsere eigenen Produkte testen. Also jedes Produkt, was wir auf den Markt bringen, das muss so eine 30-Punkte-Liste abgearbeitet werden. Und da sind diese üblichen Anschmutzung, Abfärbung, Haftung, Alterung, Knickfalten, also auch ein Valimeter oder Flexometer, wie das Gerät auch genannt, zeige ich dann morgen. Gibt es halt so verschiedene Dinge, die da eine Rolle spielen. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht mal interessant zu sehen, was muss eigentlich so ein Autoleder abkönnen und was macht man da. Aber heute Druckstellen in Innenverkleidung. Ich habe auch noch zwei Lenkräder hier, das ist aber an für sich von der Vorgehensweise das gleiche, aber nichtsdestotrotz geht das so. Achso, wo ich gerade Sascha, moin, moin, Sascha. Da sind auch noch ein paar, Alena war auch, glaube ich, schon da. Alena,
Moin, moin, Peter, dich auch. Ich habe ein paar Leute, ich habe eine Gruppe gemacht, weil immer mehr Leute gefragt haben, kannst du nicht mal eine Gruppe machen, wo man dann Fragen reinstellen kann? Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Wir haben schon aus Colorlock Australien Support-Gruppe habe ich schon und ich habe auch eine Colorlock Support-Gruppe heißt die und das ist also einmal Australien, einmal England und USA und dann haben wir auch in Polen eine, die Lukas macht. Ich habe Lukas auch mit eingeladen in diese Gruppe, weil Lukas eben auch Deutsch spricht und schreibt und habe noch ein paar mehr Leute da eingeladen. Wir werden das jetzt weiterhin aufbauen, werden noch mehr Leute, die geschult worden sind, damit reinmachen und die Idee ist, wie so viele Leute das haben, ist ja nichts Neues, da nochmal eine kleine Plattform zur Verfügung zu stellen, dass die Leute schnell Antworten bekommen und ich mit meiner 24-7-Bereitschaft da vielleicht dann doch nicht immer schnell genug bin, weil ich dann auch mal schlafe oder was auch immer mache. Und da habe ich gedacht, das ist eine ganz gute Sache, weil da sind dann auch Falco Hahn drin, Alexander, die viel Ahnung haben, Sascha ist mit drin, Micha Marx sollte auch mit rein, mit dem ich heute Abend übrigens ein Q&A mache, 19:30 auf YouTube. Da geht es natürlich nicht nur um Leder, aber wir werden auch ein bisschen darüber reden, über seine Erfahrungen. Er hat auch eine Innenverkleidung umgefärbt für einen Audi, glaube ich, aber da würde er ein bisschen was erzählen, wie da so seine Erfahrungen waren, wie das so war. Und er hat halt eine Woche eine Schulung bei uns gemacht und gut, hatte vorher ja auch schon Erfahrungen damit, aber hat eben eine Woche bei uns eine Schulung gemacht, hat da viele Sachen kennengelernt. Das war noch vor der Corona-Krise und jetzt hat er während der Corona-Zeit eine ganze Menge Sachen in seinem eigenen Detailer-Shop, in seiner Werkstatt selber gearbeitet und da wollte er, oder ich hatte ihn gebeten, berichte doch mal, du als Fahrzeugaufbereiter, wie ist das, wenn man das dazu packt? Also wenn man zu seinem normalen Detailer-Geschäft eben Lederreparatur dazu packt, wie fühlt sich das an? Wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Oder ja, so. Ich hoffe, das ist interessant heute Abend und dann könnt ihr halt Fragen stellen, Fragen stellen, Fragen stellen. Ich meine, der ist ja auch oft bei JP Performance unterwegs, der Micha, und macht für Sonax sehr viele Schulungen und hat da ja ein breites Wissen, Fahrzeugpflege, Reinigung und so weiter. Und bin auf jeden Fall cool, dass er mitmacht. Der ist gerade im Hotel, macht irgendwo eine Schulung, da kann er ja auch mal ein bisschen erzählen, wie das zu diesen Zeiten gerade ist. Und dann wird er aus dem Hotel, wir haben gestern schon getestet, ob das funktioniert, funktioniert. Und jetzt wollen wir aber zum eigentlichen Thema. Bodo, ja. Wurdest gefragt, wo bist du? Weil ich hatte vorhin angekündigt, dass du mit dabei sein wirst. Da wollen wir doch einmal beweisen, dass Bodo auch da ist. Hallo, moin allerseits. Natürlich bin ich da. Ich arbeite, wir arbeiten alle, damit das vorangeht hier. Genau, ne? Deshalb haben wir hier oben ein bisschen Sonne, Bodo hat Licht gemacht. Genau, ist der Heiligenschein, der Heiligenschein. Hier wird nicht gelogen, hier wird nichts gemuckelt und nichts, ne? Nee, das ist alles real life. Wenn Lars mich braucht, dann soll er rufen, dann komme ich und helfe und bringe, ne? Ja, das mache ich. Machst du das? Ja. Gut, dann bis gleich. So, Zahnarztbesteck. Also das ist halt, das ist unser Dellenzieher oder Heber. Da müssen wir hin. So, genau. Damit kann man ganz gut auch Vertiefungen rausgehen. Ne? So, dann haben wir hier das Werkzeug Doppelkugel, also vorne und hinten ist eine Kugel, einmal eine kleine, einmal eine große Kugel und mein Lieblingswerkzeug, Flachkugelwerkzeug, eine Seite Kugel, andere Seite flach. Ich mag das Werkzeug eigentlich nur wegen der flachen Seite. Es ist aber gut, dass auch eine Kugel mit dabei ist. Man kann die Spitzen vorne erwärmen, indem man die in den Heißluftföhn hier so reinhält, das leitet nicht weiter, also der Griff bleibt kalt, so ähnlich wie bei so Kochtöpfen, da wollte ich drauf hinaus, also die komplett aus Metall sind, der Griff bleibt ja trotzdem kalt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ich darf hier dringend nicht vergessen, habe ich von meiner Tochter geschenkt bekommen, ist leider schon, ich benutze den wirklich viel. Man soll ja möglichst wenig Einwegbecher benutzen und ja. Dirk, moinsen, du bist auch mit dabei, gerade reingefloppt. Sehr schön. Also übrigens ein sehr, sehr schönes Auto, was du da gestern hattest.
hoffe, du hast den heute fertig gekriegt. Für mich sah der gestern eigentlich schon ziemlich fertig aus, aber ich bin auch kein Detailer. Ne? Also, worum geht es um diese Druckstelle hier? Die wollen wir einmal, soll ich das spotlighten? Ja, ne, ihr wollt ja sehen, wo, worum es hier geht. Das Video Spotlight. Bam. So, jetzt müsste das eigentlich größer sein. Und ja, also, mir geht es um diese Druckstelle hier. Und man braucht an für sich bei solchen Geschichten keine. Muss mal gucken, dass ich hier gut im Bild bleibe. Ah, so ist besser, okay. Man braucht bei solchen Geschichten an für sich erstmal kein Füllstoff oder sonst irgendwas, sondern was ich als erstes mache, ich nehme halt dieses Werkzeug, wo auf der einen Seite eine flache Stelle ist und auf der anderen Seite die Kugel und nehme die flache Seite, erwärme die nicht und schiebe oder massiere das Leder ein bisschen. Und ihr seht schon, erstaunlicherweise bewegt sich die Zurichtung ein bisschen oder die Narbe bewegt sich ein bisschen hin und her. Und ich habe das nicht vorher ausprobiert, ich habe keine Zeit gehabt. Peter Bücker, du kannst das bestätigen. Ich war ziemlich unter Zeitdruck. Ich war heute Morgen noch bei der Lufthansa Technik, habe was ausgeliefert und dann musste ich noch in ein Autohaus, weil die was von mir wollten. Und da war ich eigentlich ein bisschen spät dran gerade, bin hier gerade so reingeschneit, habe alles schnell aufgebaut. Bin froh, dass das mit der Technik heute klappt. Ich hatte schon Angst, dass ich wieder kein richtiges Internet habe. Aber Dienstag ist das ja hier abgebrochen. Gestern hatte ich gar keine Verbindung bekommen, musste ich mit dem Handy live gehen, konnte auch nicht aufzeichnen. Und aber heute läuft alles hervorragend. Vielleicht brauche ich den Druck, ne? Da so entspannt den Tag über. Dann funktioniert das vielleicht nicht. Ne? Vielleicht muss der Pickard unter Druck arbeiten. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich nur ein bisschen hin und her massiert. Das funktioniert nicht immer so gut, aber es ist auch schön, wenn es mal funktioniert. Und ja, wie ihr seht, seht ihr nichts, in Anführungsstrichen. Aber es ist weitestgehend, ja, eigentlich ist es weg. Also auch wenn ich so real life drauf gucke, ich sehe da nichts weiter. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ja, also das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Wir suchen uns mal eine neue Druckstelle. Ne? Vielleicht mal ein bisschen was Tieferes. Ich gucke mal zwischendurch in die Kommentare. Das ist da. So. Schönen Tag zusammen. Moin, moin. Dirk sagt nö. Wahrscheinlich zu dem, was ich in dem Moment gesagt habe. Ich war fertig. Achso, er war fertig. Ja, aber irgendwie dachte ich, da hattest du nicht erzählt, du bist noch nicht fertig gewesen oder wie auch immer. Ich auch nix putze Autos. Ach, Dirk. Man hat ja schon viel gesehen, aber nein. So, eine andere, neue Druckstelle. Was wollen wir hier? Den Kleber. Ich muss mal gucken, dass ich das... Guck mal, sind das nicht schöne Druckstellen hier? Nehmen wir den Aufkleber weg. Den brauchen wir nicht. Oder da ist eine schöne Druckstelle. Schöner. Finden wir die? Da. Guck mal hier. Also das wäre die gleiche Vorgehensweise. Also ich nehme wieder das Werkzeug. Erstmal kalt. Nicht warm. Und dann massiere ich darüber. Die kommen auch nicht wieder. Also das habe ich schon tausendmal. Also ich habe das schon. Also ich habe keine Ahnung, aber. Das habe ich schon tausendmal gemacht und auch für Labortests haben wir das schon gemacht. Also wir haben schon Armaturenbretter in der Autoindustrie eben so repariert und dann wurden welche ausgebaut und ins Labor gepackt und dann einen Klimawechseltest machen die. Also das Ding geht dann in die Klimakammer und in der Klimakammer guckt man dann, ob die Druckstelle wiederkommt und die kommt nicht wieder. Und man macht dann auch noch so ein End-User-Test, also man reinigt das dann und also nach dem Klimawechseltest geht man dann nochmal mit dem Reiniger drüber, also mit Copic-Spray und
was man so dem allgemeinen Otto-Normalverbraucher unterstellt, was er so macht. Ne? Und das ist, wie gesagt, also das mit diesem Wegmassieren, das funktioniert tatsächlich sehr gut und auch dauerhaft, und das kann man gut machen. Und das ist manchmal vielleicht, manchmal sind die Dinge so einfach. Also manchmal ist es so leicht. Ja, auch das hat in dem Fall gut funktioniert mit dem Massieren. Ich wollte euch aber eigentlich schon auch ganz gerne einmal den Dellenlifter zeigen. Wenigstens, dass ihr einmal seht, was die Idee ist. Ich versuche das nochmal so hinzuschieben, dass man das schön sieht. Man, die ist ja ziemlich tief. Also normalerweise würde ich jetzt auch wieder mit diesem Werkzeug gucken, ob ich das nicht so rausmassiert kriege. Ja? Mal gucken, vielleicht können wir ja nur die Hälfte rausmassieren. Und wenn man das eben, nur die Hälfte, das kriege ich auch nicht hin. Wenn das eben nicht funktioniert, dann kann man halt diesen Wellenzieher nehmen. Da ist er mit der Spitze. Die ist wirklich spitz. Also wenn du da am Finger drauf gehst, dann ist die auch direkt drin. Das Schöne ist, dass es halt ein so kleines Loch macht, dass man es nachher nicht sieht. Es sei denn, man rutscht ab oder man hebelt es zu heftig an oder wie auch immer. Dann geht man tatsächlich ins Leder rein und hebt das ein bisschen an. Geht wieder zurück. Und man hebt dann das Leder an. Ich meine, genau genommen macht man natürlich schon ein Loch rein. Ne? Das seht ihr ja auch hier auf der Kamera, sieht das viel wilder aus. Also da diese drei Löchlein, die sieht man, die sind natürlich irgendwo da. Aber die verschwinden nachher ganz gut. Wahrscheinlich braucht man hier ein bisschen Farbe nachher vielleicht oder auch nicht. Mal gucken. Und dann habe ich halt dadurch, dass ich das mit dem Dellenzieher angehoben habe, habe ich das ein bisschen höher bekommen. Da ist die Stelle. Da sieht man sie noch. Wenn ich sie weggehe, dann sieht man sie eigentlich weniger. Und dann kriegt man das damit hoch, also angehoben. Es ist halt einfach, dass man das Material einmal anheben kann. Und dann muss man hier halt einmal drüber massieren. Und was eben auch immer gut funktioniert, dann, wenn man hier noch dann den Rest noch machen will, dass man einmal mit Wärme ein bisschen drüber geht. So 230 Grad, also auf der Oberfläche sollten so 100 Grad sein ungefähr. Ich habe jetzt dieses Thermometer nicht dabei, ich mache das jetzt mal mit Erfahrung ein bisschen. Dann zieht sich das Leder eben auch zusammen, dann einmal runterkühlen mit dem Kühleisen oder wenn man als Endverbraucher jetzt kein Kühleisen hat, dann macht man eben Eisspray. Ne? Das hatten wir ja schon mal, glaube ich, gezeigt. Und ist raus. Ist das Bild ist unscharf. Ne? Was ist da los? Nee, jetzt ist besser. Jawohl, hat sich irgendwie, die Schärfe hat sich verstellt. So, das ist eine Möglichkeit, also entweder mit diesem Werkzeug, wie gesagt, wo ist es da auf der Seite, das wegmassieren. Dellenheber ist auch ein gutes Werkzeug. Ist der Ton hier angegangen? Nein. Oder mit dem Handy, was ist hier los? Nee, nichts weiter los. Okay. Masse ist auch da. Es ist eine sehr schwer zu behandelnde Haut. Ja. It's not so difficult how it is finally, Masse. So, man muss einfach rangehen und dann ist es nicht so schwer. Einfach mal versuchen zu machen und dann sollte das klappen. Oh, Mercy guckt zu. Moin, moin, Mercy. Lukas guckt auch mit.
zu. Jawohl. Also mit den beiden Werkzeugen kann man unglaublich viel machen, mit wenig Aufwand. Wir sehen, wie schnell das geht. Und was ich auch gerne mache, ist eben mit dem Heißluftfilm arbeiten. Und was auch immer gut funktioniert, ist, dass man prägt, aber ohne, dass man also dass man hier sein Prägepad nimmt, das ist natürlich eine falsche Prägung. Man muss eine andere Prägung nehmen. Ich muss einmal gucken, irgendwie kommt hier noch ab und zu mal Ton an. Das irritiert mich ein bisschen. Habe ich hier Facebook zweimal auf? Kann sein, oder wie ist das hier zu verstehen? Man weiß es nicht, ne? Ton ist eigentlich aus. Alle Leute sind da. Ist das Auto? So ist das. Alles klar. So. Warte mal, ich kann nochmal hier. Ich weiß, was ich machen kann. Das Mikrofon muss anbleiben. Ich nehme mal das Mikrofon von dem. Das habe ich falsch gemacht. Ich hoffe, das war nicht so. Da waren zwei Mikrofone an und das ist natürlich, ich hoffe, das war nicht zu unangenehm die ganze Zeit über, aber ich denke nicht. Also mit dem Prägepad kann man auch eine ganze Menge machen. Sucht man sich eine richtige Prägung raus, in dem Fall nehme ich mal hier diese bisschen flachere Prägung und dann, ich würde es aber allerdings nur bei Leder machen, ich würde das nicht unbedingt bei, ich nehme mal die Spotlight-Geschichte hier raus, gehe mal wieder auf Galerie, dass ihr nicht seht. Also das Prägepad meine ich hier und dann kann man das natürlich auch einmal warm machen. Und das würde ich allerdings bei Leder machen, würde ich nicht bei Kunstleder, würde ich da vorsichtiger sein. Das macht im Massieren funktioniert bei Kunstleder ähnlich gut und ist eine ganz schöne Geschichte. Und bei dem Close-Up da oben links ist so eine Kopfstelle, hier in dem Bereich. Da, das werde ich jetzt mal damit weg, versuchen wegzuprägen. Ich mache mal ein bisschen weiter weg das Bild, jawohl. Und dann einfach mal draufprägen, 30 Sekunden halten oder vielleicht 15 oder 20 Sekunden. Das ist ja kein Füllstoff, das ist ja nichts dazwischen, sondern man geht einfach nur mal ein bisschen mit Wärme drauf und das war's. Ne? Von daher ist das keine so große Geschichte. Und dann geht man weg und dann hat man oftmals schon auch eine ganze Menge weggearbeitet. Mir würde es jetzt noch nicht reichen, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, einmal kurz drüber massiert und dann passt das. Okay, so das mal jetzt zu Armaturenbrett, Seitenverkleidung, all dieses Gedöns, was man so im Auto hat, Leder oder Kunstleder oder TPO oder was auch immer für Oberflächen drauf sind. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir hier an dem Lenkrad, die sind natürlich ein bisschen abgerockt, das sind ja unsere Dinge, die Bruno und ich immer hier auf dem Schrottplatz wegholen bei Kiso. Und dann ist das Norderstedt, Bruno, ja, ne? Ja. Norderstedt. Mir war noch nie so wie bei Kiso, ist der Werbespruch. Kann man richtig merken. Und ich meine, wenn man sowas hier hat, kann man das sehen? Da, das ist ein Kratzer, ne? Also den kriegt man natürlich so nicht raus, sondern das würde ich glatt schleifen. Und dann Farbe auftragen, also vorher reinigen und so weiter. Das Lenkrad-Set würde sich da anbieten und dann kann man das Fresh auch nehmen und das Fresh drauf sprühen. Jetzt habe ich hier keinen, da habe ich ein bisschen eine Druckstelle, kann man die sehen? Da ist eine Druckstelle. Ich gucke mal, dass ich die ein bisschen sichtbar kriege. Da.
Also dieser Streifen hier, das ist eine Druckstelle. Genau, und den würde ich dann, den versuchen wir jetzt mal wegzumachen. Und Stefan ist auch wieder dabei. Moin, moin, Stefan. Schön, dass du mit dabei bist. Daniel ist da. Das ist doch sehr schön. So, also gleiche Vorgehensweise an für sich. Ich muss hier nochmal umschalten, dass ich das Live-Bild, also mein Live-Bild sehe. Weil das, was bei Facebook ankommt, ist immer ein bisschen zeitverzögert. Und das ist äußerst irritierend, wenn ich die Dinge zweimal tue. So. Irgendwie das Lenkrad festhalten. Im Auto ist es ja verbaut in der Regel. Ne? Man hat irgendwie so einen Supersportwagen. Dann nicht. Und wie gesagt, gleiche Vorgehensweise, auch am Lenkrad. Das ist nichts anders. Ich massiere das eben weg. Auch wenn wir vorne ein bisschen den Dreck auch gleich mit abkratzen. Das ist mir nicht so gedacht. Aber so machen wir das jetzt heute mal. Dann massiert man das ein bisschen so raus. Und ihr seht, das verschwindet direkt. Also das ist einfach zu geil. Das Werkzeug ist so eine Erleichterung. Wenn ihr mich fragt, das ist ein Must-Have. Das ist mein absolutes Lieblingswerkzeug, weil das ist so sensationell. Was haben wir früher, vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, uns einen da abgewühlt mit Füllstoff und dann hat es nicht gehaftet und dann haben wir die Zurichtung weggemacht und wir haben alles viel schlimmer gemacht, erstmal um es dann wieder auf ein schönes Bild zurückzubringen. Und jetzt gehst du einfach nur hier drüber, massierst das weg. Wenn du nur mal sicher gehen willst, dass das nicht wiederkommt, dann machst du einmal mit einem Heißluftföhn, gehst du da einmal rüber. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Farbe abgekratzt, aber das Ding ist eh abgerockt hier und müsste sowieso normalerweise natürlich gefärbt werden. Aber da gehst du nochmal mit einem Heißluftföhn rüber, mit dem Kühleisen hinterher und und auch diese ganzen Kratzer, die man so in der Mittelkonsole hat oder wie auch immer, also so Druckstellen, die in der Mittelkonsole sind, vom Ring oder was auch immer. Versucht mal mit diesem Werkzeug hier, oder da kann ich es ja auch zeigen, das einmal einfach wegzumassieren oder vielleicht erstmal nur mit Wärme, gar nicht da so eine riesen Aktion machen, sondern wie so oft im Leben ist weniger mehr und einfach mal vorsichtig ein bisschen massieren, ein bisschen kleinteiliger arbeiten und dann kommt man da vielleicht hin, Kühleisen oder eben Eisspray, also nicht hier ein Sporteisspray, sondern ein technisches Eisspray. Kann man auch bei uns bekommen, da kann man dann loslegen. Ja, so, was habe ich hier? Unsere Teamleiterin möchte mit mir sprechen, aber sie weiß, dass ich online, dass ich live bin, deshalb schreibt sie mir eine Nachricht, aber das machen wir dann später. Mira guckt auch zu. Moin, moin. So, ja, wie gesagt, ich habe das heute mal wieder aufgenommen. Ich werde das Video von Montag noch zum Wochenende hin bei YouTube hochladen. Und ich werde auch dieses Video hochladen. Bin eigentlich ganz froh, dass ich das gemacht habe. Das gestern konnte ich leider nicht aufnehmen, aber wir werden nochmal ein Video machen, wo wir die einzelnen Airbrush-Pistolen und wie man was einstellt, Punkte sprühen, Feinsprühen und so weiter, das werden wir auf jeden Fall noch nachziehen. Als Video dann nochmal oder ich gehe einfach nächste Woche nochmal live, wiederhole das. Seid so lieb, schreibt mir Kommentare unten rein, was ihr noch so sehen wollt. Wie gesagt, morgen machen wir mal eine Runde durchs Labor und dann reden wir über Normen, über die einzelnen Testmaschinen, die wir haben. Wir haben natürlich nicht alle und wir haben auch nicht die modernsten, aber wir haben so das aus meiner Sicht, was man eigentlich braucht und ja, da gehen wir einmal mal drüber und ich hoffe, das ist auch ein interessantes Thema. Das war jetzt nicht direkt eine Fragestellung, aber ich habe das auch nicht erwartet, weil ihr könnt ja nicht wissen, dass wir diese, also außer wenn jemand schon mal bei uns gewesen ist, dann gehe ich da auch schon mal mit jemandem hoch ins Labor, wenn das jemand sehen möchte, aber sonst normalerweise zeigen wir das ja nicht. So, das ist eigentlich schon alles zu Druckstellen an Innenverkleidung und Lenkrädern. Also weniger ist mehr. Erstmal mit dem
Flachkugelwerkzeug versuchen, das wegzumassieren. Dann haben wir für tiefere Druckstellen eben den Dellenlifter vorsichtig sein, dass man da nicht zu sehr zieht und sich da irgendwie ein zu großes Loch reinmacht. Und dann kann man eben auch mit einer Prägung und Kühleisen arbeiten und braucht erstmal gar keine Füllstoffe, Farbe, Topcoat oder dergleichen, sondern kann da einfach so loslegen. Okay, ja. Heute ein bisschen zeitiger fertig. Ist ja am Donnerstag, wo die Sonne scheint, auch nicht so schlecht. Aber ich habe auch, mir wird nicht langweilig. Ich hoffe, euch auch nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute Abend 19:30 Uhr, nicht vergessen, YouTube, Michael Marx. Spalten Micha wird er ja gerne genannt, weil der JP ihn so getauft hat mal. Mit mir im Live-Chat, Q&A, Frage-Antwort-Runde. Kommt da rein, fragt eure Fragen oder hört einfach zu, was wir so erzählen. Vielleicht ist es ja auch unterhaltsam. Wir werden versuchen, euch eine informative, aber auch, also informativ, interessant, aber auch kurzweilige, lustige Sendung heute Abend zu zeigen und sind da bemüht, möglichst den Spaß auch nicht zu vergessen bei all der Arbeit. Ne? Also, 5 Minuten für die Verabschiedung reicht, glaube ich. Ne? Wir können uns halt nicht umarmen, deshalb muss ich ein bisschen mehr quatschen. Ne? Ich wünsche euch was. Danke, bis heute Abend. Tschüss.